Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sporttotal wird präsentiert von Kick. Die Gastgeberinnen in Weiß und Rot natürlich, die roten Hosen. Bei den Rothosen. Andernach in Dunkel von links nach rechts. Monique Panetta pfeift in wenigen Augenblicken an und dann geht's los. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Partie aus Norderstedt. 12. Spieltag, 2. Bundesliga. Eine Übertragung von Sporttotal TV und Magenta Sport. Aber doch auch einige Abspielfehler drin. Zum Beispiel in diesem Fall dann schnell die Ballrückgewinnung. Mühlhaus schickt Baum. Lisa Baum. Die kann ins Dribbling gehen. Starker linker Fuß. Abspiel auf Mühlhaus. Fußabwehr von der Lahn. Aber abgestaubt zum Schluss. Und das ist die Führung für den HSV, wollte ich sagen. Aber abseits entschieden. Almudena Sierra nicht mit ihrem ersten Treffer bei ihrem Startelfdebüt. Und heute trägt die SG 99 gerade die Frauenmannschaft den Namen Andernach auch durch die Bundesrepublik. Und dieser Versuch sah es aus, als würde er komplett vorbeigehen. Zamorano hat nicht reagiert und dann touchiert der Ball trotzdem die Querlatte. Wir sehen es jetzt nochmal. Zamorano reagiert da nicht wirklich. Muss da wahrscheinlich, dass Zilligan diesen Ball einfach übers Tor setzen wird. Gute Übersicht, Krump, Mitte mit etwas Platz. Also Krump, die eigentlich aus der Verteidigung dann nach vorn geht. Schermuli nun, Schermuli, Fernschuss! Zamorano passt auf. Julina Zamorano, das erste Mal, dass sie sich so richtig auszeichnen musste. Hat gerne mal gemacht, um auch dann die Verteidigerinnen vor neue Aufgaben zu stellen, weil sich natürlich jede Defensivspielerin so ein wenig an die Bewegungen dann gewöhnt. Nun Stör. Der Abschluss! Leonie Stör wird über links geschickt. Trocken, langes Eck, 1:0. Die Führung für die SG 99 Andernach. Stör, 4. Saisontor. Das war super simpel und super souverän. Und Leonie Stör zieht kurz hinter der Strafraumkante ab. Die Grätsche von Hirsche zu spät. Zamorano streckt sich umsonst. Andernach führt auswärts in Norderstedt gegen den Hamburger Sportverein. Ablage von Schermuli zu Wagner. Flaches Anspiel. Gute Übersicht. Nächster Steckpass. Auch das. Schra setzt sich fast durch. Abschluss aus der zweiten Reihe. Direkt genommen von Vanessa Zilligan. Zurückgepfiffen von Monique Panetta, die bislang einmal gelb gezeigt hat gegen Jana Braun in der ersten Spielhälfte. Das könnte was werden. Schulz, gutes Anspiel. Schulz fast durch, hat er abgedrängt und verpasst dann das Gehäuse. Aber ansonsten eigentlich eine gute Vorstellung. Sie natürlich dann auch eine mit Zukunftspotenzial. Kam jetzt von Wolfsburg. Die haben ja eine gute Jugendarbeit. Melina Krüger kam aus Magdeburg. Und Melina Krüger mit dem Ausgleich. Steckpass über die rechte Seite. Krüger kommt mal hinter die Kette. Kommt hinter Weingartz und Wagner an den Ball. Schlägt Laura van der Laan. Ausgleich Hamburger Sportverein. Und die wollen nicht nur einen Punkt. Da sehen wir jetzt schon. Die wollen alle drei. Auch Schumacher da nicht mehr im Bilde. Weingartz war schon lange geschlagen. Krüger sticht als Joker. Und jetzt beginnt sehr wahrscheinlich die Schlussoffensive des noch Tabellenzweiten. Zamorano hat nicht die Länge unbedingt an Bällen. Deshalb fungiert er ganz deutlich vor der Mittellinie. Das ist etwas, das Missverständnis. Langer Abschluss! Und fast das 2:1 aus dem Nichts. Zamorano muss da aufpassen. Bei diesem Fernschuss in der Nachspielzeit. Mit einem Last-Second-Comeback. Nee,
Sieht nicht so aus. Ander noch nochmal mit Zug nach vorn. Wagner, ganz viel Freiraum. Alina Wagner scheitert mit ihrem Querpass. Der Befreiungsschlag landet bei Panetta. Also die Offizielle spielt da mal mit. Kein Schiedsrichterball von ihr. Auch das fraglich und fragwürdig. Mühlhaus schickt Krüger. Verlagerungsball. Schulz geht zu Boden. Kein Foul gepfiffen von der Offiziellen. Und damit ist es vorbei. Also, dann war es doch nochmal chaotisch zum Schluss. Gab es erst diesen Fernschuss, den Zamorano gerade noch so über die Latte lenkt. Die Kontermöglichkeit für Mühlhaus und Krüger ging sich dann nicht mehr aus. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.